nicht die Zeit, fremde Wohnungen zu putzen. Oh, eine weitere Haarklammer. Du hier machst den besten Eindruck. Unterschub. Nicht anfassen. Ach so. Nicht anfassen. Alles klar. Du hier machst den besten Eindruck. Du hier machst den besten. Nicht anfassen. Ach so. Nicht anfassen. Alles klar. Alles klar. Schön, dass du mich besuchst. Schön, dass du mich besuchst. Was soll ich als nächstes machen? Was soll ich als nächstes machen? Gib mir Zeit bis zum... Gib mir Zeit bis zum... Wechseln. Ich verschwinde. Danke. Okay, das bringt mir nicht wirklich weiter. Gute Frage, nächste Frage. Ich stehe gerade echt aus der Leitung. Schauen wir mal dort hin. Haben Sie noch meine alten Vernehmungsprotokolle von damals, als Sie noch Streifenpolizist waren, als wir uns das erste Mal begegnet sind? Klar, irgendwo. Auf keinen Fall lasse ich das Foto bei Grassy. Ich kann sie nicht finden. Vielleicht sind die bei mir daheim. In meine Wohnung wird ständig eingebrochen. Hast du schon mal versucht, die Tür abzuschließen? Oder verträgt sich das nicht mit deinem Lifestyle? Was wissen Sie über den Überfall auf dem Geldtransporter? Genau da. Ich weiß nur, was in den Zeitungen stand. Christine, er ist schuldig. Er wurde vor... Du steuerst auf ein... Lass mich dir helfen. Für dich war es immer hart. Es wird Zeit, dass die... Sie sind so ein guter Mensch. Alles, was Sie wollten, war meinen Mann hinter Gitter bringen. Warum auch überhaupt ermitteln? Den Kreuzzug nehme ich dir nicht ab. Die Frage zwischen den Zeilen hier ist immer nur, wo ist das Geld? Und die Antwort ist, das Geld ist verbrannt. Es war versichert und wurde ersetzt. Hör also auf, dein Leben zu vergeuden. Mit dem Boot habe ich schon eine Menge Häftlingsfrauen untergehen sehen. Du wirst auch nicht jünger, Christine. Mickey hat einen Schläger. Der könnte Schwierigkeiten machen. Wie ist sein Name? Ich nenne ihn Chicago. Ein Importgangster also. Als hätten wir nicht schon genug Ärger. Wenn ich beweisen kann, dass Mickey hinter allem steckt. Was du nicht kannst. Warum sollte ich das wollen? Er ist ein schlechter Geschäftsmann, sonst nichts. Soll das ein Witz sein? Lassen Sie sich von dem schmieren oder was? Ich und Schmiergeld? Ich habe einen Anzug, einen Hut. Hast du meine Wohnung gesehen? Nein. Solltest du aber. Dein Mann wurde von einem Richter verurteilt. Kapiert? Er ist schuldig. Nur die richtig gefährlichen Typen landen in Alcatraz. Du hast dich von ihm blenden lassen. Er sitzt in Alcatraz, weil er aus einem Staatsgefängnis am Arsch der Welt geflohen ist. Er wollte zu mir. Ach, warst du dabei? Du weißt nur, was er dir erzählt hat. Mit anderen Worten, gar nichts. Muss ich erst eine Belohnung ausschreiben, bevor Sie Ihren Job machen? Oh, hast du etwa Geld gefunden? Sehe ich so aus? Ich verhungere hier. Eine Erdnuss wäre für mich ein Festmahl. Genug davon. Bis dann, Detective. Okay, ich habe jetzt ein Foto. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann, aber ich ein Foto mehr kriege dadurch. Ein paar Hornadeln. Mickys Büro war dann interessant, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Es gibt nichts, was ich tun könnte.
Großer farbiger Kerl, guter Mechaniker. Ich kann ihn schinden, wie ich will, der beschwert sich nicht. Hi, wie? Wie läuft das Geschäft? Wir können ja nicht reden. Triff mich gleich hinten. Okay, ich muss los. Na, das ist ja wurscht. Ich stehe gerade voll an und ich muss irgend so ein kleines Klickding finden, wo es mich jetzt weiterbringt. Oder ich muss schaffen, dass ich Mickey im Büro irgendwie was reiß. Lieber nicht. Er würde nur meinen Arm brechen. Komm, Leppi, klauen ist die Frage. Ich geh jetzt einfach ins Mickys Büro, schauen wir mal, ob er mir aufhält. Ich muss mit Mickey reden. Ist nicht drin. Er ist in seinem Büro und desinfiziert es. Er ist sehr gründlich. Wird eine Weile dauern. Dafür, dass draußen so eine Schlange für den tolle Lokal ist, sind nicht viele Leute da. Joe sitzt neben meinem Isolationshaft und ich muss zwei Unterschriften fälschen. Ich habe ihn so gut ich konnte repariert. Es ist zu groß, um es mit mir herumzuschleppen. Die Gang. Ich meinte das Foto, nicht dich, Carter. Du musst dich nicht um dein Gewicht sorgen. Meine Beatnik-Freunde. Vor dem Café. Wir veröffentlichen die erste Ausgabe meines Magazins. Feuerleiter, ja. Das ist aber interessant. Schauen wir mal, wo der jetzt hinkommt. Hey, Muffin. Zurück zu deiner Frau, Dale. Lass mich rein, es ist kalt. Na gut, aber nur ein Drink. Und eine Zigarette. Dale, du bist ganz hier raufgeklettert, nur für einen Flirt? Das ist ganz schön verrückt. Vielleicht sollte ich dich reinbitten. Ist doch etwas langweilig, so ganz allein. Lass es uns gleich hier draußen treiben. Zusammen heulen wir von den Dächern. Jetzt komm schon. Mein ganzes Leben ist so grau geworden. Ich denke immer nur an dich. Lass uns reingehen, Dale. Da ist es gemütlicher. Dinge, die ich nicht wissen will. Gehst du? Ja, ich war beim Überfall dabei. Ich habe den Truck präpariert, damit er hochgeht. Joe hat mir meinen Anteil schon gegeben. Ich bin also nicht hinter deinem Geld her. Wir hätten dich einweihen sollen. Sorry. Okay, jetzt weiß ich, dass der Truck repariert ist. Was gibt es auf der Vorleiter? Gibt es groß, wie ich gesehen habe, und nicht der Dosen. Lucky Lager, das beste Wegbier der Stadt. Ich hoffe, es platzt nicht in meiner Tasche. Teeblätter, das wird Joe auch nicht helfen. Da steckt eine Metallplatte in der Erde. Seltsam. Wer hat das denn versteckt? Ich lasse sie hier. Mein Zimmer ist schon voll genug. Ich schlafe hier immer.
wenn es drinnen zu warm ist. Heute aber nicht, es ist eiskalt. So, Druckerplatte und Druckerplatte. Joe und Vivian zusammen Geld gedruckt haben. Hey, Mister? Seine Schreibmaschine ist zu laut. Alkohol ist keine Lösung. Naja, oft ist es besser als nichts. Ich darf ihm gerne die Dose im Kopf werfen, gehen wir so einen Weg. Alkohol ist keine Lösung. Naja, oft ist es besser als nichts. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Okay, kann ich jetzt noch umschießen? Was für Wege habe ich? Ich kann zurück ins Apartment irgendwo da, hoffe ich zumindest. Ja. Na, aufs Dach gehen wir, war ich auch noch nicht. Das sind die kleinen Hinweise, die man ab und zu findet, die bringen einen dann weiter. Das sieht nicht besonders stabil aus. Ich will nicht, dass es einkracht. Es ist bestimmt ein tragendes Element. Das sieht nicht besonders stabil aus. Ich will nicht, dass es einkracht. Es würde wahrscheinlich einstürzen und irgendeinen armen Penner platt machen. Dieses Dach macht's nicht mehr lange. Ich könnte meine Vermieterin drauf ansprechen. Aber eigentlich dürfte ich gar nicht hier oben sein. Ich bräuchte schon einen echt guten Grund, um über die Planke da zu gehen. Ich bräuchte schon einen echt guten Grund, um über die Planke da zu gehen. Kann man sonst darum nichts machen? Aber zumindest habe ich jetzt durch das, was ich gemacht habe, die Informationen gekriegt, die ich gebraucht habe. Aber Telefonmast! Dann gehen wir nochmal aufs Dach. Vielleicht können wir das machen. Moment, Telefonmast. Telefonleitungen. Beim nächsten Erdbeben werden sie die ganze Stadt in Brand setzen. Das sieht nicht besonders stabil aus. Ich sag immer gut, Ovi. Ach ja. So. Schieben wir mal weiter. Okay, wir wissen jetzt, wir haben jetzt den Beweis dafür, dass Geld gedruckt worden ist. Das ist sehr gut eigentlich. Dann gehen wir mal zu unserer Chinesentante und organisieren so eine Unterschrift, hätte ich gesagt, für unseren Joe. Und dann haben wir noch Mickey safe als Ziel als nächstes. Verschwinde mal. Nacht, Viv. Danke. Hab die Druckplatten hier gefunden. Ich weiß, dass du eine Fälscherin bist. Du wusstest von dem Überfall. Von Anfang an. Im Panzerwagen ist kein echtes Geld verbrannt. Ich habe Joe versprochen, dir nichts zu sagen. Es wäre für dich zu gefährlich geworden. Du schuldest mir was? Du brauchst falsche Papiere. Ich mache dir welche. Reisepässe, Geburtsurkunden, das ganze Paket. Schön, dass du mich besuchst. Hab die Druckplatten. Ich habe Joe versprochen. Du schuldest mir was? Du brauchst falsche Reisepässe. Okay. Da muss die Unterschrift vom Gefängnisdirektor drauf. Ich brauche die Unterschrift des Gefängnisdirektors. Und dann werden wir sehen. Auf dem Brief hier ist die Unterschrift vom Gefängnisdirektor. Seine Unterschrift sieht aus wie ein müder Drache. Hatte wohl ein echt trauriges Leben. Gib mir eine Minute, Christine. Gib mir eine Minute.
So, bitte sehr. Damit kriegst du Joe aus der Einzelhaft. Danke, danke, danke. Das ist so lieb von dir. Du hier machst den besten Eindruck. Nicht anfassen! Ach so. Nicht anfassen. Alles klar. Schön, dass du mich besuchst. Schön, dass du mich besuchst. Schauen wir, welche Optionen es da noch gibt. Ich verschwinde. Danke. Ich verschwinde. So. Schubladen ist für mich noch immer interessant. Ich dachte, ich kann nicht mehr gerne wissen, was drin ist. Aber so kann ich jetzt mal Nickys Knochenclub gehen und kann mir aus der Einzelhaft holen und kann mit dem zweiten Charakter dann weiterspielen, eigentlich. Wow, keine Ahnung, wie Sie das gemacht haben, Lady, aber vielen Dank. Behandeln Sie den Mechaniker bitte anständig, ja? Ich habe eine Schwäche für Verbrecher.